Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Es geht endlich nochmal weiter, Leute. Es tut mir auch wirklich wieder leid, dass es wieder so lange kein Video kam. Aber ja, jetzt ist es endlich soweit. Ich bin umgezogen, Leute. Ja, und wird auf jeden Fall ziemlich cool, glaube ich zumindest. Denn ich kann jetzt Livestream, Leute. Ich habe auch schon den ersten Stream quasi so laufen gehabt und das wird jetzt auch öfter mal natürlich der Fall sein. Also momentan habe ich auf jeden Fall noch ein paar Tage Zeit, bevor meine Ausbildung losgeht. Und da kann ich auf jeden Fall Livestreams hier machen. Und dann würde ich vorschlagen, heute Abend findet schon der erste Livestream statt. Könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Ja. Link werdet ihr dann in der Videobeschreibung sehen. Oh, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil der Typ, der prescht ein bisschen weit nach vorne. Aber egal, wir werden mit nach vorne gehen. So, aber heute Abend Livestream einfach einschalten, ja, ihr findet den Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung twitch.tv/ZatanniLP und ja, ich freue mich drauf, also ich habe mich ja schon so lange darüber geäußert, dass ich endlich umziehe und so weiter und jetzt ist es endlich soweit und das ist halt ziemlich cool, muss ich ja ehrlich sagen und eine 100.000er Leitung habe ich, das heißt, das mit dem Uploaden wird jetzt auf alles deutlichst einfacher. Und ja, deswegen, also es läuft absolut flüssig jetzt alles in jedem Game. Also ich werde auch nicht nur Minecraft hochladen, sondern beziehungsweise auch andere Spiele, weil jetzt habe ich ja die Möglichkeit dazu. Und ja. Wow, den müssen wir aber killen. So, umgenatzt. Ist hier Gold in der Mitte? Ja, normal ja. Oh, ich bin mega low. Aber leider war hier noch kein Gold. Spawnt hier irgendwie nicht so schnell, habe ich den Eindruck. Weil das jetzt aber mal so langsam hier spawnen könnte. Ich bin nämlich super low. Die nehmen wir mit, machen uns direkt einen Bogen und dann können wir direkt ein bisschen Stress machen hier. Ich spiele nämlich eine Runde Bed Wars. Und zwar... Oh, da ist ein Gelber zu uns gekommen. Ach, das ist unser gelber Typ. Hä? Was war denn... Wie ist denn der andere Typ dann... War das ein Feind? Ach du Scheiße, das war ein Feind die ganze Zeit. Ich hab's aber nicht gecheckt. Oh Mann, was bin ich eine Nudel. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab's nicht gecheckt, dass das ein Gegner war, der da vorne war. Naja, gar nicht so tragisch. Der hat uns ja auch irgendwie nicht erkannt. Oder er wollte uns halt nicht töten. Ist schön. Naja, jedenfalls, ich freue mich. Ich werde mir wahrscheinlich auch... Die Tage, also ich bin mir nicht sicher, ob ich mir noch eine Kamera oder so zulege, weil ich auch mega Bock habe, auch ein bisschen zu bloggen. Aber das müsste ich halt mal sehen. Oh. Oh nein, ich habe den Bogenbug. Ja, gut. Ja, aber ich treffe keinen Pfeil. Nein! Wie? Wie hat er das denn geschafft? Oh Scheiße, wieder runtergefallen. Spitzhacke brauche ich nur. Okay, okay. Setzt uns hier gewaltig unter Druck, der Typ. Aber er ist tot. Gut. Nice. Aber Team Blau hat schon mal das Bett verloren. Deswegen ist er jetzt auch ausgeschieden. Sehr, sehr gut. Hat er gut gemacht hier. Nämlich, das ist halt immer die Gefahr. Wenn man nämlich in die Offensive geht, dann ist das Bett schneller weg, als man denkt. Deswegen sollte man immer einen eigentlich hinten lassen und einen vorne. Haben die halt nicht gemacht. Und somit haben wir natürlich einen Vorteil. Ne? Also, es ist cool. So, jetzt werden wir auf jeden Fall auch nochmal nach vorne gehen. Ist natürlich sehr ärgerlich, dass ich da eben diesen Bogen verloren habe. Aber machst du nichts, ne? Und er ist auch schon wieder gestorben. Ja, ist mies. So, ich mache mir auf jeden Fall jetzt erstmal hier Dings. Und ein Schwertchen sollte auch noch drin sein. Jawohl. Perfekt, mal. Dann let's go. Oh, jawohl. Jetzt ist Team Blau schon mal ausgeschieden. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass mein Teammate nicht quittet, weil das hatte ich auch jetzt in der letzten Zeit öfter mal gehabt. Oh, und der sucht, glaube ich, uns, der Typ.
müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Und die Oh, nice, 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 nice. Hat sich da nochmal gerettet. Der versucht da mit dem Bogen drauf zu halten. Trifft ihn auch noch. Sehr, sehr schade. Möchte ich mich jetzt eigentlich gar nicht reinwagen, weil der chillt da hinten einfach nur rum und wartet. Finde ich asozial, muss ich ehrlich sagen. Aber wir können uns natürlich hier dann einen besseren Weg bauen. Ist ja kein Ding. Wenn ihr meint, ihr müsste da ein bisschen rumspammen, dann bauen wir uns halt einen schönen Weg. Gehört alles mit dazu. So, ich brauche aber neue Blöcke. Mit so wenig Blöcken komme ich nicht klar. Da-dum, da-dum. So, hier ist schön viel Lehm. Zack. Und ein paar Blöcke. Gut, auf geht's ins Getümmel. Oh, scheiße. Einmal hoch. Ich kann hier nichts placen irgendwie. Ich weiß auch... Ich wusste halt nicht, wo das Bett war. Sehr dumm gelaufen. Ich wusste wirklich nicht, dass es oben ist. Naja, schade. Wir sind leider ausgeschieden. Blöd gelaufen auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Man muss halt eigentlich auch wissen, wo das Bett steht, weil sonst hat man natürlich einen Nachteil. Wenigstens ist er jetzt tot noch. Und er kann jetzt noch ein bisschen was machen. Okay, Team Rot und Team Grün leben halt jetzt noch. Ist scheiße gelaufen. Hätte ich ahnen können, ja, weil der ist so zielstrebig auch nach oben gelaufen. Naja, aber machen wir nichts. Ich hoffe, ihr wisst aber jetzt Bescheid, dass ich umgezogen bin und dass jetzt halt Livestreams kommen, also auf täglicher Basis eigentlich, versuche ich, wenigstens auch ab und zu da mal, wenn es dann mit der Ausbildung losgeht, mal wenigstens eine Stunde oder so abends zu streamen. Ich gebe mein Bestes, Leute. Und ja, aber jetzt die nächsten Tage könnt ihr einfach Twitch.tv /SatanielP eingeben. Ihr findet den Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und heute Abend geht es direkt los oder heute Nachmittag nach dem Video. Ja, könnt einfach anschalten. Ich streame Overwatch, CSGO, Minecraft, League of Legends, alles Mögliche eigentlich. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Livestream wieder, ja? Also ich freue mich auf euch und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut da rein. Tschüss.